Also vielleicht zunächst, geschlossen ist die Universität nicht. Das ist insbesondere wichtig natürlich für experimentell arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja, Labore benötigen. Die Gebäude müssen natürlich unterhalten werden. Was das Bild an der Universität natürlich sehr verändert, ist, dass wir zwar am 20. April in den Vorlesungsbetrieb gestartet sind, aber dass in diesem Semester erstmalig vollständig online. Ich würde einfach sagen, dass zurzeit wirklich sehr, sehr viel zu tun ist hier, dass gerade auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Personen, die jetzt im Rektorat sind, die im Krisenstab sind, dass die einfach ja, ihre normalen Projekte haben, plus diejenigen, die jetzt im Rahmen auch der Arbeit und des Kümmerns um diese Corona-Situation zu tun haben. Ansonsten ist es so, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch viel im Bereich zu Corona forschen. Zum Beispiel helfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, die Corona-Tests hier in Konstanz und im Landkreis durchzuführen. Also da unterstützen sie die Labore. Es gibt einen Wissenschaftler, der mit am Corona-Impfstoff arbeitet, der dort mit forscht. Und das sind natürlich Themen, die man sonst jetzt in diesem Umfang und auch mit diesem Fokus auf das Virus natürlich nicht durchgeführt hätte. Also ich denke, was wir gerade hier an der Universität merken und was wir auch vorher schon gemerkt haben, aber was schön ist, das unglaublich große Engagement aller. Und insgesamt, glaube ich, ist es für Hochschulen und Universitäten gut zu sehen, dass man auch ja, die Bedeutung von Wissenschaft bei so einem Thema dann erkennt und auch hochhält. Also dass man dann auch einfach sieht, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, auch ja dann auf einer ja so breit wie möglich möglichen wissenschaftlichen Basis dann auch bestehen. Ja.